So, hier vorne haben wir nochmal einen Shop. Credits. Und wird Zeit, mal kurz ein bisschen was in den Tresor vielleicht zu legen. Ah, ja, okay. Also, ich bin erstmal ein ganz großer Freund davon, unsere Waffen irgendwie ein bisschen zu pimpen. Bevor wir jetzt fremde Waffen auf... Was heißt fremde? Bevor wir noch andere Waffen kaufen. So, okay. Safe war da und jetzt gehen wir mal in die Wartehalle. Nach Matan. So eine Werkbank wäre natürlich jetzt auch sehr cool, nachdem wir jetzt ein paar Knoten gekauft haben. Immer diese Jugendlichen. Diese Jugendlichen in diesen Malls. Behave, my friend. Hey Dana, so ein Irrer, den ich im Krankenhaus schon gesehen habe, kontaktiert mich ständig. Nolan Strong, er war Patient im gleichen Projekt wie Sie. Ja? Warum war er dort? Was will er? Er ist ein Psychopath, Isaac. Halten Sie sich von ihm fern. Er hat seine Frau und sein Kind getötet. Ich bin vorsichtig. Oh, mal schön. So, okay, Serie der Geschichte der Raumfahrt, Titanstation, die Eroberung des Mondes, Teil Dö von Dö. Es wurde eine große Kolonie auf Titan errichtet, um jedes seismische Detail des Mondes zu studieren und ihn auf seine Ausschlachtung vorzubereiten. Im Verlauf der Operation wurde die orbitale Plattform und orbitalen Plattformen, die die Arbeiten unterstützen, zu Prototypen für die Abbauschiffe, die bald folgen sollten. Titan wurde erfolgreich und nur mit etwas planischer Verspätung ausgeschlachtet. Ja. Für die damals überhöhte Bevölkerung der Erde war dies ein immenser Lichtblick, da sie aufgrund des Rohstoffmangels ihre bevorstehende Ausrottung ins Auge sehen zu glauben, also zu sehen glaubten. Titans Aberntung? Ist bescheuert? Aberntung. Das ist ja so Brother-Stellung hier. Titans Aberntung wurde beendet, kurz bevor der Mond komplett abgebaut war und zurück blieb nur das kleine Fragment, auf dem die ursprüngliche Kolonie gegründet worden war. Von hier aus wuchs die Station sprunghaft, während die neue Ära der Planetenausschlachtung eingeläutet wurde. Sie diente in der Folge als wichtiger Forschungsposten und nach der Einführung des Shockpoint-Antriebs Antriebe auch als Wegstation für alle weitergehenden Abbaumissionen. Heute wird sie liebevoll Sprawl genannt, da sie sich in ihrer aktiven Zeit stetig ausgebreitet hat. Tja, okay, alles klar. Die Levitations. Ortmans Fußstapfen, eine Publikation für die Anhänger von Michael Ortman. Wir, die Kinder des Markers, sind die repressiven, unumwundenen Earthgoth-Angriffe auf unser Recht auf Religionsfreiheit endgültig leid. Eingeschränkte Öffnungszeiten der Kirche, Feuerschutzrestriktionen bei der Größe von Erweckungsfeiern, okay. Literatur darf nicht mehr ohne Genehmigung ausgegeben werden. Das sind doch nur fadenscheinige, verschleierte Versuche, die Wahrheit zu unterdrücken. Unsere Wahrheit. Aber sie werden keinen Erfolg haben. Der blasphemische, kurzsichtige, rücksichtslose und destruktive und hoffnungslose Pfad, auf der Earthgoth uns treiben will, ist eine Sackgasse, auf die nur Unitology eine Antwort kennt. Altman hat es vorhergesehen. Und wir sind gesegnet, es ausführen zu dürfen. Seid bereit, meine Brüder und Schwestern, die Konvergenz ist nahe. Ja, ich hatte es damals schon mal bei Dead Space 1 mal kurz angedeutet. Ich habe mir mal die beiden Origins-Bücher zu Dead Space geholt. Also in Deutschland sind zwei rausgekommen. Ich glaube, im Englischen kam noch eins raus. Und eins handelt quasi von Altman, ja, diesem Michael Altman. Der ständig hier halt von der Unitology verehrt wird. Krasse Geschichte. Krasse Geschichte, muss man sagen. Heftig. Kann ich
Ihnen nur empfehlen. Dana, ich dachte, Sie bringen mich zum Wohnbezirk. Das hier sieht aber nach einem Unitology-Rekrutierungszentrum aus. Bin ich hier richtig? Ja, es gibt einen alten Wartungszugang, der Sie durch das Abfallsystem zu den Cassini Towers bringen wird. Seien Sie aber vorsichtig. Church of Unitology, Titan-Situation, Rekrutierungsbericht, Perry Gibbo. Anwärtermitglied. Einzahlungsstatus voll einbezahlt. Okay, Rekrutierungen sind in den letzten Wochen merklich zurückgegangen. Dies liegt sicher an den jüngsten Verleumdungskampagnen von EarthGov, die uns in der Presse als Schwindler und Rebellen hinstellen. Leiter der Churches of Venus, Wayport, und den Heliopause Observer werden Ende der Woche herkommen, um eine Antwort zu verfassen. Bereiten Sie zusätzliche Budgets für Public Relations und Medien vor, um diesem Trend entgegenzuwirken. Außerdem wirken sich die CEC-Entlassungen negativ auf unsere Rekrutierungsziele aus, sodass wir im Jahresvergleich fast 30% Verlust zu verzeichnen haben. Gibbo Ende. So, jetzt habe ich das Ding da oben. Jetzt gucken wir mal zurück. Scheiße. Konnte man jetzt sich doch irgendwie grabbeln? Scheiße. Schade. Schade und die Schade. So, was. Das sieht oben nicht gut aus. Oh, 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 oh. Knapp! Knapp! Oh Mann. Mann. Arsch, du scheiß Arschabkenner hier. Hab ich aber die Faxendicke hier. Kann ich das Panel hacken? Nee, noch nicht. Wir können hier reinklicken. Licht und ergreifend. Können wir eigentlich nicht. Können wir den Cutter nicht benutzen? Denn hoffe ich natürlich, dass wir hier so ein bisschen vor Angriffen gefeit oder geschützt sind. Wir werden sehen. Krass, ich habe das letzte Spiel schon mal durchgehabt irgendwie und kann mich wirklich echt nicht mehr an viel erinnern, hier, was hier passiert. Jetzt nur los. So. Schon 3 Stunden überlebt. Gesehen? Einfach zurückschießen. Ich werde bald verbluten. Mich hat's übel erwischt. Ich hoffe, das hilft Ihnen. Wer Sie auch sind. Ja. Wiederholt sie einfach nur. Okay, wo geht's hier? Okay, kommen wir gar nicht weiter. Der Kontrollraum. Ah, ne, das ist schon mal geil. Was ist denn los hier? Alter, das ist ja mal eine Schrottpresse. Das ist ja mal eine Schrottpresse, mein Freund. Okay. Gut, bevor ich jetzt hier anfange,
wild drauf los zu stampen. Schau ich mich mal kurz um. Dunkel. Was ist eine Rollstuhl ist hier, das knallt auf den Ohren, Wahnsinn. Okay, Plasma-Cutter. Wir haben 5 Stück. Wir können den Damage erhöhen. Kapazität. Das ist eigentlich ganz geil. Kapazität auch gut. Schaden. Nachladen. Ja, nachladen ist eigentlich auch nicht verkehrt. Spezial. War dann Spezial noch? Na ja, gut. Okay, bei der Rick haben wir nochmal einen drauf hier. Ein bisschen mehr Luft ist auch wirklich ganz geil. So, okay. Ja, es ist sicher, die Kammer zu betreten. Das ist ja toll. Na denn, können wir doch mal in die sichere Kammer gehen. Tatsächlich, wenn man das auf dem Extrem-Modus spielt, kommst du ohne diese Taktik schon gar nicht mehr weiter. Also es ist wirklich so brutaler Shit. Und wehe, du schießt einmal daneben. Tot. Eintritt Schwerelosigkeit. Auch wirklich ein Spiel mit einer sehr, sehr hohen Frustschwelle. Sag ich mal so. So, okay, wir können. Aber das Geile ist, wir können uns diesmal aufgrund der Düsen im freien Raum einfach oder im Raum frei bewegen. Das ist ganz cool. So, wir können jetzt hier die Abfallpakete, ja? Das ist ja krass. Okay. Ja, cool gemacht. Ja klar, irgendwo muss es ja hin. Also. Komprimieren und ins All ballern. Ne? Das ist immer aus dem Augenblick Sinn. So machen wir das immer. So. Was ist denn der Weg überhaupt? Da muss ich hin. Boah, die war nicht voll. It won't open. Okay, gehen wir erstmal hier. Vielleicht müssen wir. Kleine Stellschrauben dafür öffnen. Na, und landen. Damit sich das Tor öffnet. Was? So. Plasma-Cutter. 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 Oh, ein Energieknoten. Nice. So, na, das war doch schon mal ein Abstecher wert. So, dann düseln wir mal hier. Komm, Arm, nehme ich dir mal ab. Brauchst du nicht, ist Quatsch. So, und hier können wir die Tunnel machen. Ah, okay. Lüftungssystem? Abweiser. What? Nicht dein Ernst, hier soll jetzt durch, oder was? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße.
okay, nice. Das lief ja ganz gut. Ja, die Boost-Funktion ist natürlich auch sehr cool. So ein bisschen windig hier. Nicht so geil. Und Komfort? Komfort? Das ist doch definitiv ein Hinterhalt. So, hier könnte ich einen Energieknoten einsetzen, das tue ich mal. Und lass uns doch mal schauen, was finden wir hier Schönes. Kohle, 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 Kohle. Das hat sich auf jeden Fall schon mal rentiert. Halbleiter Gold, auch gut. Und einmal abgestompert. Und hier haben wir noch Health Pack. Cool, alles klar. Das war doch gut. So, ja, den Shop haben sie zerstört hier. Schade, schade. Guck mal kurz hier vorne noch, ob hier noch irgendwelche Sachen findet. Sehr schön, nochmal ein paar Credits. Der Weg ist auch wieder klar. Dann mal aber den Fahrstuhl.